Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Es hat sich regeneriert, es hat sich von selber wieder gefangen. Hier ist ganz schön was los. Den Hund, den kralle ich mir doch. Danke. Moment, ich muss mich konzentrieren. Um meine Meisterschützenfähigkeiten vollkommen zu entfalten. Jetzt geht's von selber wieder. Es ist eine seltsame Geschichte. Herzlich willkommen bei Klosuk. Hätte ich fast Souls gesagt. Es hat im Hintergrund sich irgendein bekacktes Update eröffnet. So, wieder eins im Zähler. Und während des Updates, was wieder automatisch irgendwie passiert, weiß nicht, ob euch das auch so geht, es nervt, man kann es irgendwo abstellen, ich weiß nicht wo. Aber ihr seht, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich werde das System, welches den Download da getätigt hat, entfernen. Es hat es nicht länger verdient, bei uns teilzunehmen. So, Dicky rennt. So, ich will mal gucken, was meine Game Stage sagt. Ja, ist noch dezent. 56. Na, Spinne, ich brauche dich auf meinem Konto. Ich hoffe, das zählt. Mal gucken, was die Gunman-Geschichte sagt. Okay, 19 ist mehr als beim letzten Mal gucken. So, jetzt geht es dazu. Vorwärts, ab zum Airdrops. Und vielleicht gucke ich auch mal hier noch rein, kurz oben, ins Dach. Ist es das Raketensilo? Ja, ich glaube. Da werden wir doch, glaube ich, nochmal oben reingucken. Für Zutaten. Waffenzutaten. Was ist denn das? Vogel. Ist es... Okay, ja. Guten Tag. Eine Möwe. Auch entschärft. Oh, bin ich gut. Jetzt geht's auch wieder nach der Ruckelaktion. Ja? Sie sind mir in die Linie gelaufen. Oh, Grusel. Gruselschnecke. Ja, noch eine Krankenschwester. Dr. Female. Dr. Shemale. Konnte man ja nicht so richtig erkennen. Okay, okay, das funktioniert. Noch ein Kükchen mitnehmen, für auf die Faust, für den Weg. Ich lade einmal nach. Und ich lade auch hier einmal nach. Und dann bohren wir uns mal hier rein. Ja, ach so eine Sache, oder? Ja, liebe Leute, meine Schnapsidee. Ich freue mich, wenn ihr mir wirklich ein paar Fotos schickt von Klos aus Seven Days to Die. Da freue ich mich. Wie ich es in der letzten Folge angekündigt habe, als Charakterbild für den Club. Klo-Kanal. So, dann wollen wir doch mal aufräumen. Hoho! Drei zum Preis von einem. Das ist eine asrane Geschichte mit der Knifte hier. Okay. So, denn. Okay, noch eine AK. Das ist Quatsch. Munition. Okay, das verstehe ich aber nicht als Munition. Ich werde mal was essen und das kann weg.
Was essen und draußen knallt und noch was trinken. Essen und trinken. Was rein. Es gibt hier schönes Teile, nehme ich doch gern. Aha, noch mehr Teile, da gibt's nichts. Ein kleiner Boxenstopp im Waffenlager. Na gut, schon mal bessere Ergebnisse erzielt, aber egal. Ich sehe, da unten ist so ein Schalter an dem, an der Ratsche. Vielleicht sollte ich mal auf 2 schalten. Okay, Baseballschläger will ich nicht. Das will ich auch nicht. Aber das ist nett und das ist auch eine nette Geschichte. Habe ich das schon hier drin? Nein. Dann werden wir das doch tun. So. Reload. Und mal gucken, ob wir uns jetzt hier reinfräsen. Ja. Ja, da kann ich mal einen Schluck Wasser trinken. Aber das mit der Ruckelei, das ging ja gar nicht. Unerhört. Verzeihung nochmal dafür, liebe Leute. Man lernt nicht aus. Und geschafft. So, was haben wir hier? Das ist Müll und das ist Quatsch. Das nehmen wir doch gerne mit. Abflug. Apropos Abflug. Ja, ich will unbedingt meinen Hubschrauber. Und jetzt geht's aber wirklich zum Airdrops. Abfahrt. Okay, gibt es auch noch mal viel Ressourcen. Oh, da steht was Großes. Da fahre ich aber einen Bogen. Oh, die Shamway-Geschichte hier. Mit dem Demolitionär. Oh, aber bitte nicht im Gewässer. Und ein großer Hund. Na, willst du es wissen, Hund? Ich glaube ja. Hundi. Mann, hat die eine Reichweite. Gammelfleisch. Ja, es ist im See. Ja, mal gucken, wie ich mich hier diesmal anstelle mit der Schwimmerei. Ich habe das Gefühl, es ist schwieriger geworden. Oh, grüner Hund. Rip-Offs, das kenne ich auch noch nicht. So, Hund, dich muss ich entfernen. Okay, ging besser als gedacht. So, habe ich noch Platz im Inventar? Jawohl. Aber warum habe ich noch nicht. Ach so, ich muss noch Motherload machen. Warum habe ich noch nicht alle. Oh, unter Wasser reden. Warum habe ich noch nicht alle Dinger freigeschalten? Okay, ich lese das, ich lese das, ich lese das, das greppe ich, das greppe ich. Oh, Ogerbuch, liebe Leute! Ah, ich glaube, ich habe gerade einen. Ein Organismus. Ogerbuch, schnell lesen. Safe. Sehr gut, die kann weg. Und esse ich noch mal was? Nein. Jetzt können wir zum Händler. Oh, das muss ich mir nochmal angucken. Ja. Das ist die. Okay, Shotgun-Geschichte. Rip-Offs. Was ist denn das? Hier drin könnte es noch ein paar Sandwiches geben. Da gucken wir nochmal rein, bevor der Tag endet hier. Aufwachen. Oh. Das war. Warum hat der. So geleuchtet, so ge das war ja nicht der normale Grüne. Der hat irgendwie glühende Augen gehabt. Und hier ist der Zement noch nass oder habt ihr den poliert? Und ihr?
Oh, ich bin aber heute gut im Schießen, oder? Wenn es nicht ganz so ruckelt. Der bleibt liegen und ein Level assign. Wir machen mal hier eine Runde rum. Hübi hat was fallen lassen. Was ist denn das Service Center? Das ist der Service Markt. Der Meisterschütze. Und jeder Schuss ein Treffer. Volltreffer, wieder mal ein Tor. Jeder Schuss ein Treffer. Jeder Schuss geht rein. Na? Heimlichkeiten, Schlechtigkeiten. Bin ich gut heute? Ah, das war's noch nicht alles. Chinamann. Ich könnte auf Rummel als wie heißt denn das hier, als Kunstschütze gehen. Schauschießer. Okay. Ah, der war daneben, aber das war nicht meine Schuld. Eindeutig nicht. Was ist denn das hier? Eine Taktstelle? Farbe. Okay, ich bin ja nur wegen den Sandwiches gekommen. Aber wenn es mehr gibt, bitteschön. So, weg damit, weg damit, weg damit. Scrappen auch für Farbe. Müssen wir noch einen Pinsel finden. Aha, das Hundefutter will ich nicht. So, dann wollen wir noch mal gucken, ob wir ja. Oh, Munition. Ah. Ah ja. Ein paar Sandwiches kriegen. Kuchen ist kein Sandwich, kommt dem aber nahe. Honig, Bier, Süppchen, Mais, noch mehr Munition. Finde ich gut. Ja, wenn du die Sandwiches nicht brauchst, dann hast du das ganze Inventar andauernd voll mit den Dingern. Ja, ich glaube, ich esse und trinke mal noch was. Hier, Küchelchen. Jauchekuchen. Und noch einen Tee. Warte mal. Schöne Titte geschossen. Das wird nichts mit Monetarisierung hier auf dem Kanal. Aber das finde ich sowieso in der letzten Zeit sowieso richtig kacke, penetrant, beschissen. Mit Werbung. Da guckst du dir ein 8-Minuten-Video an bei YouTube und hast 6-mal Werbung. Es ist zurzeit gerade richtig, richtig penetrant. Findet ihr das auch? Lasst es mich wissen. Liebe Leute, eure Meinung ist mir auch wichtig. So, Bücher. Okay. Mhm. Kennen wir schon. Magazine. Oh, was ist das? Bupor-Schematik. Was ist denn das? Ein Hammer? Das müssen wir aber dann mal prüfen. Bupor. Was ist das? Ich werde zum Hirsch. Okay, das hat sich doch gelohnt, hier mal reinzugucken. Okay, Armbrust haben wir besser, das ist auch Mist. Slushy, hier noch ein bisschen Medizin und das Orgerbuch. Leute, 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 und noch eine Munitionskiste, Wahnsinn. Mikrowelle.
Ah, Sandwich. Mehr bitte davon. Ah. Kaffee? Nein. Kaffee? Nein. Energiedrink? Ja. Hm. Und Klimaanlage. So. Hm, ich hab's vergessen. Ein LKW vielleicht. Wie kommt man denn da rein? Oh, das ist ja hier so eine... Die will ich auch noch. Eine... Wie heißt denn das hier? Hängebrücke. Hm, nee, Einser will ich nicht. Oh, so viel. Schöne Sachen. Ich werde das hier mitnehmen. Schäufelchen, wo warst du? Da. Und ein Crystal-Mess-Labor. Holz. Aus den Paletten gibt's da was? Da ist doch bestimmt noch oben was dran, oder? Was an der... Nein, ist es nicht. Aber geguckt ist besser als nicht hingeguckt. Kobel. Palette, blaue... Blaue Plane, Platte. Natürlich. Mhm. Was für ein Unterschied das macht jetzt mit der Ruckelei. Es ist crystal clear. So, wollen wir in den anderen LKW reingucken? Tür zu. Also auch so eine schöne Plane. So eine Öffnung? Nein. Oh. Oh. Mhm. Schweinefraß. Das ist ordentlich. Mhm. Zu. Ach, ich bin voll. Mhm. Was machen wir denn da? Mais haben wir noch. Und hier hinten Zement. Zement müssen wir mitnehmen. Da brauche ich mir den selber nicht zu backen. Okay. Und dann, liebe Leute, fahren wir direkt. Beim Händler gehen wir später vorbei, das läuft uns ja nicht weg. Fahren wir artig nach Hause und machen noch ein bisschen Hausarbeit. Orger ansetzen. Ich muss mal gucken, welche Orger ich mir überhaupt bauen kann gerade eben. Auger. Eine Sechser. Na, was rein. Hier, Steinchen kann auch nicht. Oh, das ist aber interessant. Maissamen. Dass es in den Dingern Brass gibt. Immer wieder was Neues zu entdecken. Im Orsuk-Universum. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wo ist mein Personenkraftwagen? Da hinten. Und ich bin entkumbert. Schnell ins Auto und dann geht es nach Westen. Denn der Westen ist der Besten. So, Abfahrt. Ich fahre links rum. Ja. So, noch ein Schlückchen Wasser getrunken. Wer bist du? Der Bauer mit der Keule. Hier ist Jean-Jacques. Oh, Ruckel. Halt's Maul, sonst schlage ich dir die Zähne raus. Aber das war doch ein erfolgreicher Tag, oder, liebe Leute? Aufweise Zeug. Und dann heißt es aber schon wieder Vorbereitung für die Horde. Wo wohne ich denn? Da hinten. Ganz da hinten. Hubschrauber. Es wird Zeit für den Hubschrauber. Grüß dich. Was ist das?
Weiß ich nicht, Drogerie oder so. Nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit? Ich glaube ja. Aber erstmal muss ich hier ein bisschen was entladen. Ach, da unten geht ja wieder nicht. Mhm. So, und da werde ich mir noch, wenn ich das schon kann, ein paar Bandagen herstellen zu Hause. Hier die Heilungsdinger. Wo gibt's denn das? Wissenschaft. Verband. Bandage. Bandage. Kann ich. Sehr gut. Wir nehmen noch ein bisschen Eisen mit. Und hier Oil Shale brauche ich nicht, weil durch das Autos Wrenchen haben wir so viel Benzin. Aber vielleicht brauche ich es später für Öl. Ja, da kann ich immer noch losziehen. Außerdem kriege ich das ja dann, wenn ich meine Pump Jacks baue. Ja, so dürft ihr euch das vorstellen, habe ich die ganze Nacht mit dem Geräusch gelebt. Na? Schmutzig? So früh in der Woche schon? So dreckig? Weil sonntags ist ja immer Waschtag. Ey. Ich bin beschäftigt, stören Sie mich nicht. Ich bin Künstler. So, hier mal nachladen. Aber war noch gut. So, Abfahrt, heimwärts. Und das ist hier der Flugplatz. So wie es aussieht. Mhm. Und hier, Rotes Kreuz. Henry Dunant. Kindergarten. Tagespflege. So, hier halte ich aber nicht nochmal an. Und wir biegen auf die Zielgerade ein. Ab nach Hause. Ja, hier ist das Casino. Das werden wir auch mal irgendwann uns genehmigen. Fats Food. Und dann habe ich ja viel zu tun für die Nacht. Bifana machen. Die Orga basteln. Und unten die umgedrehten Spitzen mal auf Stahl rödeln. Moin Händler, wir sehen uns später. Heute nicht. Oh oh, Demolitionär, ich fahre geradeaus durch. Wiedersehen. Ja, aber das Golfauto hatte ich wirklich echt schneller in Erinnerung. So, hier die Allee. Und Ruckel. Was zeigt's mir da Gelbes an die ganze Zeit? Ach, das Fahrrad. So weit entfernt. Das ist mir hier alles zu bebaut. Hier muss ich, glaube ich, auch mal, wenn das soweit ist mit dem Sprengstoff, eine kleine Planierung vornehmen. So, und da sind wir wieder bei Nepa zu Hause. Ah, wie schön. Und die... Ja, sie singt wieder, hoffe ich. Die Erotikfilmchen. Tante. Hören Sie mal, das ist Privatgrundstück. Die Schulter. So. Sind meine Kückchen schon nachgewachsen? Ne. Oh, da ist ein Bär. So,
Dann geben Sie mir doch mal mein Kram. Schweinkram. So, das tue ich dahin. Und das für den Händler. Und dann zack. Das Fahrrad behalte ich mal als Backup. Wenn mir die Personenkraftwagen irgendwo verschollen gehen, dass ich nochmal los kann, dann das Auto holen. So, ich glaube, mal hier prüfen. Okay, da ist noch viel Ü. Habe ich mein Eisen gerade einstecken? Jawohl. Dann setzen wir doch gleich hier nochmal was rein. Ach, so, komm, 10. Und dann machen wir gleich noch Stahl. Zack. Und das zerlegen wir gleich noch. Da kann ich unten schön rödeln. Ja, was hier schon drin ist, bitte da rein. So, ach, ist das schön. Batteries. Oh, da muss ich bestimmt mal solche Zellen bauen. Ne, das kommt da nicht rein. Sprit. So viel brauchen wir nicht. Motor. Sonst noch was. So, schick. Ich glaube, ich setze mal Bifana an. Ach, die Kacke ist ja, ich muss ja die ganze Zeit reingucken. Da mache ich dann im Off. Was haben wir noch? Waffen. Zack. Dann nehme ich mir trotzdem gleich mal wieder so raus. Ein bisschen mehr darf es schon sein. Sehr gut. Und das andere ist alles Schweinefraß. Oh, die Türöffner-Slugs. Das kommt da rein. Und die verscherbele ich. Das tue ich mir irgendwo. Zack, zack, zack. Racketirack. So, guckt dir Onkel Klo beim Sortieren zu. Orger. Ja, Onkel Klo, danke. Wir müssen erstmal eine normale herstellen. Eine Auger. Und dafür brauche ich Maschinen. Teile. Was ist denn hier wieder los? Ach, der Bär. Ja. Wer hat sie denn hier eingeladen? Ja. Okay. 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 Ogre. Wir basteln uns eine Ogre mit Öl. Repair Kits Eisen. Ah ne, das ist ja das Fahrradlenker, Stahl, Motor und die Teile. Ein Fahrradlenker, ein Motor. Dass das nicht funktioniert. Stahl. Stahl und diese komischen Dinger hier. Wo sind sie denn? Motorwerkzeug. Oh, 155. Augi, die Auger. Ach, Repair-Kits brauche ich noch. Nee. 2 Minuten. Und für die brauche ich Eisenöl. Geschäftszeiten. Öl. Und Repair-Kits. Weiß ich nicht, wie viele. 10. Nehmen wir gleich noch ein paar mehr, weil ich muss ja hier unten auch mal wieder eine Reparatur vollziehen. Das, das. Ne, und dafür brauche ich ja die richtigen Dinger. Ja, liebe Leute, ich mache ein bisschen Hausarbeit hier in der Bude und wir sehen uns dann am Tag 11 wieder und dann gucken wir mal, was da zustande kommt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir das hinkriegen, dass ihr mir fotografierte Klos aus 7 Days to Die schickt. In der Nahaufnahme. Für mein Profilbild auf dem Klo-Kanal. So long, liebe Leute. Habt einen schönen Tag. Euer Onkel Klo. Bis zur nächsten Folge. Bleibt schön, gesund und froh. Wow. Tschüssi.